Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein anderes Video als nur Minecraft oder LS19. Wir spielen heute das Game Aion. Was ist das für ein Spiel? Es ist ein MMO. Ein klassisches MMO. Es ist ein Free-to-Play-Game. Den Launcher dazu kann man sich im Internet runterladen. Ich würde euch empfehlen, den auch aus dem Internet zu nehmen und nicht aus Steam, denn Steam und Aion spacken zusammen ein bisschen rum. So, aber gut, wir mussten zum Anfang, da gab es halt das normale Intro-Video, das habe ich jetzt leider nicht mit aufgenommen. Dann kamen wir zur Serverauswahl. Ihr seht hier oben, ich bin auf dem Tor-Server, dem deutschen Tor-Server. Und wir erstellen uns jetzt einen Charakter. Welche Seite wählen wir? Die Asmodia oder die Elios? So, wer das hier lesen möchte, kann gerne jetzt auf Pause drücken. Das wird auch in den weiteren Verläufen so kommen, denn normalerweise reden die NPCs mit einem. Es gibt aber auch noch dazu die Quest in Schriftform. Jeder, der die Quest auch lesen möchte, der muss in den Videos auf Pause drücken, denn wir spielen jetzt am Anfang nur das Tutorial und danach geht es dann richtig ins Game. Das Tutorial hatte ich schon mal gespielt, nur um mal reinzuschnuppern. Und ich weiß, dass ich mich für die dunkle Seite entscheide und lasst euch überraschen, wie es weitergeht. So, jetzt können wir uns natürlich hier noch eine bestimmte Klasse aussuchen. Ich weiß, dass ich auf den Krieger gehe, da ich allgemein immer Krieger spiele. So, Name natürlich EikLP. Wir überprüfen kurz. Ihr könnt den Namen verwenden. Sehr schön. Man sieht, ich spiele gerade auf 1280x720 Breitbild. Das werde ich dann nach dem Tutorial noch ändern. Und wir werden uns jetzt erstmal einen Charakter auswählen. Stimme bleibt normal. Wir müssen vorher mal das Aussehen ändern. So. Der passt. Das bleibt so. Wie man sieht, man kann hier auch Kinder spielen, was ich unpraktisch in so einem Spiel finde. Denn sowas gehört sich einfach nicht. Und ja, nee, sowas gehört in kein Spiel, auch wenn man vielleicht sagt, hier, ja, das ist nicht so schlimm, bla bla bla. Aber gut, wir gucken weiter. Ich hatte nämlich so eine tolle Frisur, wo ich das erste Mal den Trailer gespielt habe. Wir nehmen natürlich nicht die, auch nicht die, sondern die Narbe quer übers Gesicht. Gesichtdetails. Ja, man sieht hier total Jungspunde. Das Gesicht sieht nice aus. Haare wollten wir ja wieder diese da haben. Bart kommt dieser und diese Narbe. Körper bleibt dieser. Hautfarbe. Ich möchte gerne,
eine normale menschliche Hautfarbe haben. Nee, hier. Ändere mir das doch mal. So, genau. Körperdetails. Schulterbreite. Muss nicht allzu breit sein. Ja, so können wir es lassen. Die Mähne wird natürlich entfernt. Die brauchen wir überhaupt nicht. So, Vorschau, wie sehen wir ungefähr aus? Nice, läuft. Und Charakter wählen. Ah, jetzt habe ich natürlich vergessen, die Augen zu ändern. Aber egal. Wir starten jetzt ins Game. Zur Info, wir haben es gerade früh um 4, wo ich aufnehme, also nicht wundern und wir schauen jetzt einfach mal. Das ist ein Teil des Relikts, nach dem ich gesucht habe. Wie können wir es wagen, mir in die Quere zu kommen? Es ist noch nicht vorbei. Erwacht aus dem tiefen Schlaf und begibt euch in die Eisfestung. Dort werde ich dem Sturm entgegentreten und auf euch warten. Ihr seid dafür bestimmt. Bitte, bringt es zu Ende. Wacht auf! Kommt wieder zu euch! Hattet ihr eine Vision? Der alte Munin sucht nach euch. Gehen wir zum Dorf. So, da sind wir natürlich. Ja, die Steuerung ist, naja, gewöhnungsbedürftig. Auf jeden Fall, hier ist unser Charakter. Und da ist die Trulla, zu der wir müssen. Man sieht, zu jedem, zu dem wir müssen, der hat so einen goldenen Pfeil drüber. Dann gibt es irgendwann auch Nebenquests. Sie haben einen roten Pfeil, so wie ich das. Ja, wieder hinten. Da hinten und ja. Den Chat brauchen wir natürlich erstmal nicht. Den hau ich. Ja, den lasse ich jetzt erstmal hier unten. Ich muss gucken, wie man den am besten komplett ausblendet. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Seid ihr angekommen? Mein Gefühl sagt mir, dass bald wieder etwas passieren wird. Ja, ich muss auf jeden Fall die Breiten einstellen, dann noch mal ein bisschen umändern. Geht schon. Wenn ihr euch nicht beeilt, bekommt ihr noch Ärger. So, und wie gesagt, wer die Quests lesen möchte, kann gerne mittendrin mal auf Pause drücken und ja. Ich spüre eine starke Energie. So, allerdings. Option. Audioeinstellung. So. So. Ich spüre eine starke Energie.
Stufe 1 Fortschritt. Der Inhalt ist zwar noch nicht vollständig, doch ich will euch nicht warten lassen. Lest die beiden Bücher, die ich euch genannt habe. Ja, dann werden wir die mal lesen. Da werden auch gleich wieder Videos kommen. Wie gesagt, das Tutorial hat sich schon mal gespielt. Und lasst euch die Videos einfach mal auf der Zunge zergehen. Die Welt Atreia wurde vom Gott Aion erschaffen. Als Paradies, in dem alle im Überfluss leben konnten. Im Zentrum dieser Welt schuf er einen Turm, den er mit seiner Essenz der magischen Substanz Äther füllte. Die ersten Kreaturen Aions, die Draken, schuf er als Herrscher über die anderen. Aber wo sie zunächst regierten, begannen sie später zu versklaven. Sie nahmen neue Kräfte und einen neuen Namen an, Balaur, und rebellierten gegen Aion. Die Menschen stellten sich gegen die Balaur, doch sie waren zu wenige und zu schwach, um sie aufzuhalten. Aion durchdrang einige Menschen mit Äther. Die 12 empyreanischen Gebieter als Herrscher der Menschen und eine Schar unsterblicher, geflügelter Deva. Aber der Kampf mit einem solchen Gegner war nicht einfach. Auch nicht für diese Krieger. Und so tobte der Krieg 1000 Jahre. Israfel, einer der Herrscher, wollte den Drachengebietern der Balaur den Frieden anbieten. Viele widersprachen ihm und es gab hitzige Debatten im Rat. Doch als Lady Ariel ihm zustimmte, taten viele es ihr gleich. Sie senkten das Ätherfeld, das sie schützte. Und die Balaur-Abordnung erschien am Turm. Doch dann geschah es. Lord Vritra fiel. Panik ergriff die Versammlung. Wer hatte zuerst angegriffen? Niemand konnte es sagen. Der Traum vom Frieden zerbrach, als Lord Phrygion einen Feuerball auf Aions Turm schleuderte. Ohne den Schutz des Ätherfeldes zerbarst der Turm unter dem Ansturm der Balaur. Lady Seal und Lord Israfel wussten um die Gefahr für Menschen und Welt und aktivierten das Feld. Indem sie ihr Leben opferten, konnten sie die völlige Zerstörung Atreas abwenden. Aber nicht rechtzeitig, um zu verhindern, dass die Welt in Stücke brach. Und so begann ein weiterer Krieg, der das Leben von Deva und Menschen jahrhundertelang prägen sollte. So stellt man sich Geschichtsunterricht doch mal vor. Die Geschichte des alten Atreia. So, wie gesagt, drückt auf Pause, wenn ihr das lesen wollt. Das zweite Buch. Ein Buch, Aufzeichnung des Tages. Ja. 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 Kenne ich schon. So. Ich spüre eine starke Energie. Und wieder eine Quest abgeschlossen. So, auf zu Marco. Seid ihr wegen der Archontenprüfung hier? Aber natürlich. Kommen wir zur ersten Prüfung. Greift die Vogelscheuche an und bringt mir das Zertifikat, das darin versteckt ist. So, die Flügel, die manchmal aus den Rücken kommen, das bedeutet einfach nur, dass ich ein Level abgemacht habe. So, wir haben das Zertifikat, das sieht man jetzt hier oben. Seid ihr wegen der Archon? Hier sieht man auch, dass man noch im Tutorial ist.
So. Seid ihr wegen der Archontenprüfung? Ja, natürlich. Ihr sagt, ja. Anfangs war es ein Paradies. Doch durch die große Katastrophe. So, Atreia war das. Richtig, die nächste Frage lautet: Was genau hat dazu geführt, dass der Aeon-Turm am Tag der großen Katastrophe in zwei brach? Die Flamme des Dingens. Was ist eurer Meinung nach die Aufgabe eines Devas? Die Aufgabe eines Devas ist es, seine Macht zu nutzen, um die Menschen und den Menschen zu helfen. Seid ihr wegen der Archontenprüfung hier? Sehr schön, wir haben bestanden. So, jetzt gehen wir hier hinter zu Ulgorn. Sprecht mit Ulgorn, steht auch hier oben. Der Vorteil ist auf unserer Seite. Bitte erteilt. Wenn wir nichts unternehmen, wird die Ehre der Banditen in den Schmutz gezogen. Erteilt ihnen eine Lektion, die sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Unten auf der Minimap sieht man das natürlich auch. Wir können auch N drücken, da sieht man, wo man hin muss. So. Hier draußen ist dieser Heini, Nobek. Aeons Schatten beschützt uns. Dann findet Rhea. Beseitigt die Sprig und erkundigt euch bei Darby, wo ihr Ray finden könnt. Hier oben seht ihr jetzt, was erledigt. Die Spring-Gruppen machen wir natürlich. Leider gibt es keine Möglichkeit, schneller zu rennen. Aber das stört uns auch nicht. Wir müssen jetzt sowieso erst einmal gucken. So, erstmal schön kämpfen. Man kennt es nicht anders. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Sprecht mit Anführer Cheska. Die Person ist wo? Jetzt müssen wir natürlich kurz gucken. Genau, in die Richtung müssen wir. Ich hoffe, ich renne jetzt richtig. Oder auch nicht. Na, wir brauchen doch ab und zu mal die Karte hier. Doch, da lang. Na, hier haben wir noch jemanden, den können wir weghauen. Das könnt ihr nicht angreifen. Ha. Vorher warst du down. So, den können wir jetzt looten. Den können wir auch looten. So, irgendwo muss diese Person sein, mit der wir sprechen müssen. Da. So. Ich mache mir Sorgen, weil das alte Moonen in Abdeer zurückgelassen haben. Ja. Der Sammler Modka kann sie bestimmt finden. Auf geht's. So. Sprich mit Modka. Immer schön dem Weg folgen. Es gibt nur einen Weg, der wirklich ans Ziel gerade führt. Nebenbei können wir ja noch ein bisschen kämpfen, um zu leveln. So.
ist wieder einer zum Looten. Wenn wir das Tutorial natürlich dann geschafft haben, wird es so weit kommen, dass ich mit zwei, drei anderen Leuten zusammen spiele. Sprich, einmal mit der Black Moon Sissy und einmal mit dem lieben Tyrox. Fasst euch kurz. Die Ulgor-Banditen haben schon jeden Quadratmeter der Walz durchkämpft. Ja. Da ist der nächste. Ja, und wir werden das dann auch gemeinsam als Gruppe bestreiten, außer die Einzelspieler-Quests. Aber wir werden Spaß an dem Game haben. Seid gegrüßt. Suche nach Rhea. Die Wendernishütte, bla bla bla. Geht weiter in den Wald hinein und biegt ab, wenn ihr ein Schiff. Tief im Wald in einer Holzhütte lebt eine alte Wahrsagerin. Man sagt, dass ihre Besucher manchmal nicht wiederkehren. Okay, wir müssen diese Wahrsagerin / Hexe suchen. Natürlich kämpfen. Gut, das ist schnell umgefallen. Da oben haben wir schon die Hütte. Oh, Riesenmeerschweinchen. Unsere Sache ist gerecht. Unsere Sache ist gerecht. Was haben wir denn da? Der Banditen erzählt, hierher zu kommen, verärgert. Eine kleine Göre, Ulgon, sie verhätschelt hat, bla bla bla. Nichts auf der Welt ist kostenlos. Verschiedene magische Materialien. Wenn ihr Ulgons Tochter finden wollt, müsst ihr mir erst einen Gefallen tun. Gut, jetzt müssen wir kämpfen. So, das erste Hammer. Hier ist so ein Funkler. Bei dem haben wir jetzt nichts bekommen. Dann greifen wir den hier an. Da haben wir auch nichts bekommen. So, den können wir looten. Und Waldfunklerleuchten brauchen wir noch. So. Ach, das ist ein Hainfunkler, okay. Da hinten sind die Waldfunkler. Oh, ja gut, so leicht kann man sich auch mal täuschen, ne? So, einmal looten. Und einmal natürlich zu unserer Hexe zurückgehen, alles abliefern. Unsere Sache ist gerecht. Was haben wir denn da? Sprecht mit Verdingsbums. Tod unseren Feinden. Wer dann die. Ach so, das ist ja die Hexe. Unsere Sache ist gerecht. Ich frage, was das für ein Geschenk ist. Sieht zwar ist nicht besonders appetitlich aus, wird euch aber schmecken. Okay. Das Bonbon sollen wir essen. Hallo? Unsere Sache ist gerecht. So, wenn ihr die Zukunft kennen wollt, müsst ihr euch beeilen. Oh, ich werde eine Ausnahme machen und euch direkt zu Ray schicken. Beeilt euch. Da. Seid ihr groß? Werden die hat euch geschickt. Ein paar. Ich wollte Kristallkugeln stehlen. So. Zwischendrin natürlich immer mal wieder gucken und solche Kisten öffnen hier. So. Nein, das nicht. Hier haben wir es.
rüsten uns natürlich gleich ein bisschen besser aus. Das haben wir. Was seid ihr groß? Die Odella-Spur 1. Findet heraus, wohin das Odella transportiert wird und erteilt den Sapiens eine Lektion. Da seid ihr ja. Also wie gesagt, braucht einen Beweis dafür, dass Pause, ihr den Dunkeln eins übergebraten habt. Bringt ihr frisch gepflücktes Odella und getrocknete Ginsengwurzeln mit. Denn ich werde nicht das vorlesen noch im Tutorial. Weil das für mich, ja, es bringt nichts, das vorzulesen. Gut. Hier sind wir jetzt auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Immer schön looten. Frisch gepflückt vom Feld, das heißt, wir müssen hier hoch. So, hier haben wir die Felder, da müssen wir erstmal natürlich wieder kämpfen. Ist ja nichts Neues mehr. Und gegen den noch. So, da haben wir alles. Wo müssen wir jetzt hin? Genau, da lang. Ja, da hoch, genau. Also ich kann euch empfehlen, schnuppert selber mal rein in das Game. Ich finde es einfach nur klasse. Es ist Spielspaß für zwischendurch. Lohnt sich, kostet nichts, wenn man sich natürlich nichts kaufen möchte. Und ja. Wo muss ich denn jetzt genau hin? Da. Ja, komm. Ich warte auf dich. So. Hier ist es. Die Odella-Spur 1. Passt auf euch auf. So. Hier ist es. Ja, wir nicken wieder. Wir nehmen uns was zu essen und haben die Quest auch wieder abgeschlossen, ne? Jetzt findet die erste Odella Transportspur. Jetzt muss ich selber mal ganz kurz gucken. Da lang. Hier ist das erste Ding. Wir werden natürlich zwischendrin ein paar Mal angegriffen. Aber das macht uns nichts.
Warum sollte uns das auch was machen? Wir sind ein mächtiger Krieger. Und kämpfen sowieso von alleine heraus schon. Oh, da oben ist die zweite Spur. So, wenn ihr mehr über das Game wissen wollt, ihr könnt gerne unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf meinen Discord-Link klicken, auf meinen Discord kommen und mich ausfragen zu dem Spiel. Oder meine zwei Kollegen, mit denen ich das zusammen aufnehme. Und ja. Nicht zu viel Sonne, hoffe ich doch. Ja, die Schlucht mit dem Ordella. So, findet die dritte Ordella-Transportspur. Die ist nämlich hier vorne. So. Betretet haben. So, das werden die Höhle hier. Werden wir aber im nächsten Video sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Ich hoffe, ihr schaltet zum nächsten Video ein. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.